CoreGamer Production, willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Mafia 3. Mein Name ist der Roxer. Und in der letzten Folge haben wir ein paar Sachen zugewiesen und so. Was haben wir denn jetzt hier Schönes noch? Story. Alles klar, dann gehen wir hier hin, würde ich mal behaupten. So, dann fahren wir los. Ja, die letzte Folge, die war recht aufregend, weil halt da hatten wir eine Mission, weil die richtig geil war. Und Ruckler, ja. Die halt wieder richtig geil war, halt von der Atmo her und so. Hatte man halt nicht dieses typische Fahrt dahin, erledige den, beschafft diese Beweise, zerstört diese Beweise. Sondern einfach tötet zwar das gleiche Grundprinzip, töte Tommy Marcano, also den Typen. Aber wie du ja rangekommen bist, dass du sozusagen infiltriert hast, dass du erst als Boxkämpfer reingegangen bist und so, es dann trotzdem nicht geschafft hatte, hätte man vielleicht ein bisschen mehr ausweiten können. Die Flucht danach. Aus dem brennenden Gebäude, aber naja. Naja. Ist halt Mafia 3. Ein relativ stabiles Spiel, aber kein wirklich gutes. Aus meiner Sicht. Naja, ich wusste schon, warum ich den zweiten Teil nie gezockt habe. Den ersten hatte ich ja soweit ein bisschen angespielt gehabt. Auch nicht sehr weit, aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Den zweiten Teil habe ich nie gespielt. Auch wahrscheinlich wegen den Kritiken, ja, aber ich hätte mich halt für das Franchise Mafia noch nicht so begeistern können. Und am Ende hatte ich halt Mafia 3 geholt, weil ich mir dachte, ja, das als erstes Projekt, das könnte gut werden. Nur, nein. Gut ist was anderes. Und, aber, danke Mafia, danke 2K Games, dass ihr mir gezeigt habt, dass ich auf jeden Fall nichts mehr vorbestellen werde. Und auch so gut wie den ganzen Scheiß erstmal vor Release abchecken werde und auch nach Release erstmal ein paar Wochen Zeit vergehen lasse. Weil es kann nicht angehen, dass heutzutage Entwickler sagen, ja, hier, habt ihr ein Spiel, halb fertig, auf dem PC, scheiß drauf. So, und die Leute nehmen es an und sagen, ja, oh, geiles Spiel, ich zock's zwar lieber auf Konsole, aber geiles Spiel, ja, nee, ist klar. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen, hast alle zu tot, Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint Sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Paul Papi Simmons. Ja, dann fahren wir mal zu dem guten Papi. Vielleicht ist er mit Puff Daddy verwandt. Oder Puff Daddy hat damals den Namen Papi einfach übernommen. Ich glaube, wir haben total viel Müll. Ich weiß. Nun ja, 600 Meter treiben uns von zu Papi. Wer als Mafiosi oder Gangster oder sonstiger Ganove nennt sich ernsthaft Papi? Da verliert er auch jeglichen Respekt auf der Straße. Ey, Papi, Papi. Der hätte Rapper werden sollen. Hätte eindeutig Rapper werden sollen.
Gott verdammt, was war das? Gleich geht's los, Jungs. Ja, gleich geht's los. So. Versuchen wir uns mal dahin zu schleichen zu Papi. Ist er denn oben im Gebäude? Er ist oben im Gebäude, also. Leise und ich hab keine Ahnung, was das da gerade eben war. So, nehmen wir uns mal auch das Gewehr mit. Nein, dann nehmen wir uns lieber die Schrotflinte mit. Ich hab was gehört. Ach wirklich? Dann komm hier. Alarmstufe, Leute. Dann komm zu mir. Gott verdammt, den hat's erwischt. Wo kommt der Typ her? Ich drücke jetzt ab. Ach, woher denn? Bitte euch. Hab gehört, Affen schaukeln gern in Bäumen. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Ich habe freies Schussfeld von der Seite. Knapp. Oh. Ihr kriegt die Übel an den Kragen. Verdammt, ich sehe gerade. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Wir haben einen Gast. Schaut euch nicht dämlich zu uns. Seht ihr? Schon mal gesehen. Mehr auf seinem Konto. Hey, ich bin... Wir haben meinen Mann verloren. Oh. Zurücksehen. Geh einfach zum Telefon. Hey, ich bin festgenagelt. Wir sind unter Beschuss. Komm sofort her. Leck mich. Ich werde auf einer beschissenen Müllkippe enden. Und das ist noch zu gut für dich. Ja, scheiß auf die Verstärkung. Wir haben das Abfallgebiet gesichert. Ah, komm, mit Äpfeln kennt sich Burke am besten aus. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Ich schicke meine Jungs da raus. Aber du sollst wissen, dass ich nicht zufrieden damit bin, wie unser letztes Treffen lief. Ist verflucht schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Sal Marcano. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Ja, das ist auch gesichert. Für ein neues... Was? Geht zu Donnern für ein neues über Enzo Conti? Schnapp dir Enzo Conti, ja, das werden wir uns auch machen. Das werden wir auch tun. Guck mal hier. Sprengstoffvorrat. Das Auto gehörte bestimmt Papi. In flinker Flitzer, in Pink. So sollte es sein. Papi steht da drauf. Dun, 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 dun. So, ich denke mal ganz leise im Hintergrund hört man die Mucke. Wenn ich nicht drüber quatsche. Und wir fahren gerade mit Lichtgeschwindigkeit an diesen Autos vorbei. Es ist über erstaunlich, wie so ein kleiner Flitzer so schnell werden kann. Also 75 Meilen die Stunde, da wird mir gleich schlecht von. 80. Oh, jetzt geht's noch bergab. Jetzt fahren wir noch schneller.
Komm, die 90 schaffen auch noch. Die 90 haben wir gerade überschritten. Lichtgeschwindigkeit ist gleich erreicht. Komm, die 100, die packen wir auch noch. Die 100, die müssen wir auch noch schaffen. Na komm. Nee, 90 ist das Schnellste, was wir uns nehmen können. So. Perfekt eingepackt heute. Ich bin verwundert. Gott nochmal. Fast hätte ich dich umgenietet. Jetzt sind wir quitt. Du blödes Arschloch. Lass uns Enzo anrufen. Okay. Hier ist die Nummer. Ja. Yeah. Du hast Buckley Mills verloren. Das war's. Verflucht, wer ist der Ratte? Du hast echt Nerven, mich anzurufen. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Ich weiß sehr genau, wer du bist, Enzo. Ein Mafia-Lieutenant, der gerade seinen Bezirk verloren hat. Wahrscheinlich begräbt Marcano dich genau neben Michael Greco. Du feiger Hund, wenn du mich tot willst, sei ein Mann und tu es selber. Ich will dich nicht töten, Enzo. Ich will dir einen Deal vorschlagen. Einen Deal? Scheiße, Kleiner. Du solltest deinen Kopf untersuchen lassen. Du spuckst aus, wer hinter dem Casino-Bau steckt, und ich sehe zu, dass Marcano dir nicht deinen Ithaca-Arsch aufreißt, klar? Und wieso sollte ich dir glauben, dass du mich vor Marcano beschützen kannst? Guck dich doch jetzt an. Wir treffen uns im Steinbruch. Das nächste Mal male ich dich an, wenn du schläfst. Leck mich am Arsch. Hey, der Typ ist auch nur am Rauchen. Etwas spät dafür. Wow, 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 wow. Ich habe da meinen Wagen gesehen. Ich sehe ja gerade meinen Wagen. Es ist mir scheißegal, dass du um wahrscheinlich 21 Uhr oder 22 Uhr zum Unterricht musst. Sorry, ich leih mir das mal kurz, ja? Der muss genauso jetzt da in dem Bezirk stehen bleiben. Genau. So, ich habe die geilste Karte in ganz Barclay Mills. Komm schon. Ich muss schnell hier weg, die Bullen rufen. Ach scheiße, das war nicht der Typ. Egal. Hallo? Ja, wir brauchen sofort Hilfe. Es gab einen Anruf wegen einer Fahrerflucht im Hollow. Wenn sich jemand die Mühe machen will, kann er da vorbeischauen. Ich fahre gerade an der Polizeiwache vorbei. Ja, ja. Das passt schon. So, dann treffen wir Enzo am Steinbruch, hat er so gesagt. Okay, dann treffen wir ihn auch da, den alten Mafia-Lieutenant. Mal schauen, was Lincoln von Deal vorschlagen will. Bin ich echt mal gespannt. Aber wie wir Lincoln Clay kennen... Wiederhole. Wird das nur ein einseitiger Deal? Also guter Deal für uns, schlechter für ihn. So ungefähr schätze ich das jetzt auch ein. Wir sind angekommen am Steinbruch.
sieht wie eine Falle aus. Was ich leider nicht hoffe. Wenn ja, dann wird der auf jeden Fall Kopf kürzer gemacht. Steck deine Knarre weg. Wenn ich dich umbringen wollte, Enzo, wäre ich nicht durch die Vordertür reingegangen. Mag sein, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist Lincoln Clay, oder? Hattest eine Bude mit Sammy Robinson. Bist dann nach Vietnam. Ja, richtig. Oh, Junge, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns eine Menge Ärger ersparen können. Komm mal mit. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber Sammy und ich kannten uns schon sehr lang. Er war ein guter Mann. Was ihm passiert ist, hat er nicht verdient. Keiner von euch hat es verdient. Und die Scheiße mit dem Casino? Ein Riesenarschtritt von Cell für alle, die je mit ihm zusammengearbeitet haben. Er will ein feiner Herr werden und auf alle anderen scheißt er. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass er das zurückbekommt. Kennst du Remy Duval? Klar, ist der bekannte Typ aus dem Radio. Ohne ihn gibt es kein Casino. Ihm gehört das Grundstück und die Baufirma und so weiter. Also alles nur Fassade. Nichts als Blödsinn. Er hat einen Haufen belastendes Material gesammelt für den Fall, dass alles zusammenkracht. Und Marcano gehört nichts von dem Land? Nein. Das gehört einzig und allein Duval. Der ist kein Idiot. Und solange er der rechtmäßige Eigentümer ist, kann Sal ihm nichts anhaben. Wie kann ich ihn finden? Er wohnt oben in Fresco Fields. Aber soviel ich weiß, behält Olivia Marcano ihn ganz genau im Auge, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das Letzte, was Cell braucht, ist, dass ein einziger seriöser Partner in Schwierigkeiten gerät. Wir sollten uns sputen. Könnte sein, dass es dafür zu spät ist. Das werden wir sehen. Georgie, ja, hallo. Gehen wir. So, da haben wir wieder echt Mucke. Auch Bomben. So. Wir werden eh wieder Claims bekommen, ich sehe schon kommen. Ach komm, tötet mich einfach, scheiß drauf. Einmal muss man sterben. Das wollte ich jetzt auch extra so wegen der Musik. Weil das geht mir echt auf die Nüsse, dass man das einfach nicht ausstellen kann und... Na egal. Geht so vieles auf den Sack. Fällt mir gerade ein. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder das Spiel abkackt. Freunde von dir? Die feigen Wichser haben mal für mich gearbeitet. Ich komme hier nicht weg! Das macht uns verflucht nochmal fertig! Ja, sicher mach ich euch verflucht nochmal fertig. Hallo? Wir haben eine bessere Ausgangslage. Ich muss kurz Munition wechseln! Schaff ihn mir vom Hals! Jetzt bist du erledigt! So. Wir können auch nicht zielen. Die Leute. Ach scheiß drauf, einfach hier runter. Dann kriegen die Linken Clay-Klatsche.
erklären. Kommt her, ihr Pfeifen! Kommt und holt mich! Wow. Was ist das denn jetzt? Ach, Sprengladung müssen wir jetzt ansetzen. Ey, ich durchlöcher den, ne? Ich drücke jetzt ab. Ich verstecke mich. Wie viel Munition hat er denn? Ding einfach Sprengladung anlinken und dann schnell weggehen. Du hattest recht mit den Sprengladungen. So ist das Leben im Steinbruch. Früher haben wir unsere Lümmel in den Boden gesteckt und versucht, das Gestein rauszuvögeln. Aber das hat uns nichts eingebracht, außer Schramm am Sack. Wir haben noch einen Tod. Ja. Schlamm am Sack, ja. Ihr habt's ja nicht mal alle, ihr Ithaca. Wie Lincoln Clay sagen würde. So, hier runter. Aber alle so homophob, ja? So, da hoch. Haben wir gerade wirklich alle ausgeschaltet? Hm. Aber Georgie Marcano war auch noch da. Nein, wir haben nicht alle ausgeschaltet. Aber wir haben hier ein neues Bild. So, das ist das hier. Ja, neues. Hier, hier drüben. Wow. Ich bin festgenagelt. Ja, super für dich. Nimm aus dir raus. So, wie wollen die hier weiter hoch? Um die Sprengladung anzubringen. Ich finde ihn. Da! Mach ihn fertig, Arschloch! Mein Riesenschwanz! Stirb endlich! Alle Mann in Deckung! Wir sterben, wie die fliegen! Wie Wasserratten jagen! So, letzte Sprengladung. Und wie war es in Vietnam? Soll ja ein schönes Land sein. Wenn du auf verkackte Reisfelder abfährst, dann hol dir ein One-Way-Ticket. Für mich gibt's nichts Beschisseneres. Du warst offensichtlich noch nie in Ohio. Dann warst du offensichtlich noch nie in Ohio. Ne, war ich auch nicht. Und wieso? Oh, scheiße. Heilen. Lincoln. Ah, man, Lincoln ist manchmal zu dumm für alles. Also, du weißt ja, das ist nichts Persönliches, nicht wahr? Ein Mann umzubringen. Persönlicher gibt es ja wohl kaum. Was zum... Schnappt ihn! Ja, ich weiß. So sterbe ich nicht. So, letzte Sprengladung angebracht. Alles gut bei dir? Aber sicher, was soll denn sein? Ein paar von denen sollen für dich gearbeitet haben. Mit mir zu tun. Wow, was war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Die letzte Sprengladung angebracht, bumm. Alter. Wenn ich jetzt alles nochmal neu machen muss, raste ich aus. $6,000 verloren. Entkomme aus dem Steinbruch. Fickt euch. Hammer Sache, Alter. Scheiße. Na, zufrieden? Alter, ich bin begeistert. Bring mich dahin, dann leiste ich einen finanziellen Beitrag zu deinem Vorhaben. Das Tor ist blockiert, aber ich wette, wir können durchbrechen. Was ist mit dem Bahntunnel? Der Tunnel? Ha, ist deine Entscheidung. Halten wir die Angelegenheit. Das hat bestimmt wehgetan. Puh, genau rechtzeitig. Marcanos Männer sind abgeschüttelt. Oder auch nicht. Ja, wir fahren einfach über sie. Gott verdammt! Ach, fickt euch doch.
Wir machen einen aufs Lebensmüde. Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Was? Das wollte jetzt bestimmt keiner wissen. Gott verdammt! Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Keine Munition mehr. Los, los, los! Scheiße! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! So, ich überziehe langsam, merke ich gerade. Na komm schon. Wir haben sie abgeschüttet, komm. Wo soll ich dich absetzen? Ich hab da so ein Mädel, Henrietta. Ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Das ist verdammtes Teufelswerk. Scheiße, wo war ich? Ach ja. Ich hab da so ein Mädel, Henrietta. Ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Hab eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na, dann bist du ja versorgt. Du weißt, dass Sammy stolz für Oscar auf dich war, oder? Nicht nur wegen der Kriegsscheiße und so. Auch deswegen, wie du dich durchs Leben gekämpft hast, bevor du zu ihm kamst. Wie du auf Alice aufgepasst hast. Und wie du Perla geholfen hast, als sie krank war. Er hat dich bewundert. Vergiss das nicht. Der scheiß Salazar hat Penner gegen Sammy. Ja, das stimmt auch wieder. Aber man weiß ja immer noch nicht so, was die eigentlich, wieso und weshalb. Und ich glaube, nach dem letzten Patch haben die jetzt die ganzen Magazine und so alles sichtbar gemacht auf der Karte. So, wenn man die Gebiete schon erobert hat in dem Sinne. Weil die haben ja hier so ein Hot Rod Magazine. Das auch aussteigen können. Möchte nicht. Egal. Es könnte gut möglich sein. Aber nur auf der Minimap dann. Weil auf der normalen Karte ist nichts. Ah, das Hotel kennen wir doch. Ja, da vorne ist es gut. Ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Weiß ich zu schätzen. Schon wieder zu weisen. Oder? Wenigstens ein vernünftiger Motherfucker in Marcanos Crew. Enzo Conti ist übergelaufen. Niemand bewegt irgendwas durch Barclay Mills, ohne uns zu bezahlen. Ich versteh's ja. Du musst den weißen Bubi bei der Stange halten, falls wir ihn mal brauchen. Aber ihm ein ganzes Viertel zu geben, nur weil er die Hälfte davon erobert hat, das ist nicht gut. Der Bezirk muss an mich gehen, so wie beim letzten Mal. Macht mir nichts aus, hin und wieder zu teilen, wenn wir irgendwo die Geschäfte sichern müssen. Aber wenn ich von meinen Leuten weiterhin verlangen muss, dass sie Arbeit machen, die nur anderen die Taschen füllt, dann kommen wir langsam aber sicher in den roten Bereich. Dieser Stadtteil steht den Iren zu und sonst keinem. Da muss ich was verpasst haben. Wusste gar nicht, dass du dort aktiv bist. Mit mir kannst du nichts ver... Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Gib einem Krüppel eine Chance. Dieses Gebiet geht an die Iren. Verdammt, du bist schlauer, als du aussiehst, Junge. Meine Männer tun, was ich ihnen sage. Sie sind unglaublich loyal.
Aber wenn du so eine Scheiße abziehst, schadet das mir. Und das wiederum schadet dir. Ich würde sagen, das war's für heute. Reden können wir später. Verschwinden wir. So, Vito, der ist ein bisschen verständlicher unterwegs. Aber Cassandra und Burke, ne, die gehen mir voll auf die Eier. Wieder schwarz im Black Screen. Ja, dachte ich mir auch. So ein Arsch. Sie hatten recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat ihr Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo es stehen soll. Remy Duvall, der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier und er hält sich für den großen Masser. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Clan. Kurz bevor ich nach Nam bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben. Am nächsten Tag haben sie dann Gott hasst Nigger auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Hätte Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sals Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen in Frisco Fields? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben eine Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort sowas wie einen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapos hat. Sie ist da, um auf Duvall aufzupassen. So wie ich das kenne, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duvall. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht dir da alles schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenne solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Hey, der Bourbon war nicht billig. Viel Erfolg. Schwarzer Black Screen. Die Cops bestechen zwei. Ja, und dann sagen wir an dieser sensationalen Stelle, see you guys, und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht in Mafia 3. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.